Eine Stickerei, die jemand nicht mehr zu Ende bringen konnte. Ein alter Mantel. Erinnerungsstücke, die von der Geschichte der deutschen Vertreibung erzählen. Dieser Mantel gehört Eitel Kuschorek. Er war im Januar 1945 7 Jahre alt und ist mit seinen Eltern und 2 Geschwistern über Wochen über die Ostsee geflohen. Und die Eltern haben ihren kleinen Sohn in diesen viel zu großen Fellmantel eingehüllt, um ihn vor dem Frost, vor den eisigen Temperaturen zu schützen. Er hat die Flucht aus Ostpreußen überlebt, seine Mutter nicht. 14 Millionen Deutsche mussten ihre Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen. An ihr Schicksal erinnert das neue Zentrum für Flucht, Vertreibung und Versöhnung. Die Initiative dazu hatte Ende der 90er Jahre die damals schon umstrittene Vertriebenenvorsitzende Erika Steinbach. Denn ob und wie Deutschland wegen seiner historischen Schuld überhaupt an diesen Teil der Geschichte erinnern sollte, heftig diskutiert. Nun gibt es eine architektonische Lösung. Zuerst geht es durch einen Bereich, der die NS-Herrschaft und Gräueltaten der Nazis dokumentiert. Man erfährt etwas über den Zweiten Weltkrieg, die verbrecherische Besatzungsherrschaft der Deutschen in Polen, in der Tschechoslowakei. Und dann widmen wir uns unserem Kernnarrativ. Man wolle aber nicht nur zurückschauen, sondern auch daran erinnern, dass auch heute noch Millionen Menschen auf der Flucht sind.